Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage. Die Reaktorhülle aus Stahl blieb nach Regierungsangaben aber intakt. Mit Meerwasser versuchen die Betreiber, den Kern zu kühlen. Fukushima ist eine der ältesten Anlagen Japans und liegt etwa 240 Kilometer nördlich von Tokio. Die Regierung sprach von einem Störfall der Kategorie 4 auf der internationalen Bewertungsskala. Das steht für einen Unfall mit lokalen Auswirkungen. Es ist eine heftige Explosion heute Nachmittag in Fukushima 1. Ein Reaktorgebäude des Atomkraftwerks fliegt in die Luft, Betontrümmer gehen zu Boden, weiße Rauchsäulen steigen auf. Es sind dramatische Szenen aus dem Nordosten Japans, die Behörden sind alarmiert. Eine heikle Lage, meint ein Sprecher der Atomsicherheitsbehörde. In Fukushima 1 hat wohl eine Kernschmelze begonnen. Und es hat den Anschein, der Teil einer Röhre sei beschädigt worden. Eine Kernschmelze, der Begriff macht schnell die Runde, auch wenn die japanische Regierung sich später vorsichtiger ausdrückt. Nur so viel. Die Explosion habe nur die Betonwände eines Reaktorgebäudes zerstört, nicht aber die Stahlhülle des Reaktors. Ein radioaktives Leck soll es nicht gegeben haben. Unklar ist die Ursache für die Explosion. Das Innere des Reaktors soll sich bis auf 2700 Grad erhitzt haben, der Pegel des Kühlwassers dramatisch gesunken sein. Das könnte die Explosion begünstigt haben. Die Behörden wollen den Reaktor jetzt mit Meerwasser kühlen, das Fluten der Kammer aber kann mehrere Tage dauern. Das Militär hat den Sperrkreis rund um das AKW auf 20 Kilometer erweitert. Etwa 70.000 Menschen sind betroffen, sie werden in Notunterkünften versorgt. Ich habe Angst. Erst 10 Kilometer, nun 20 Kilometer. Vielleicht wird der Sperrkreis noch einmal erweitert, damit müssen wir rechnen. Dabei werden wir nur schwer von hier wegkommen. Am Abend sind Spezialkräfte mit Geigerzählern und Ärzte im Katastrophengebiet eingetroffen. Die Behörden sorgen sich, Anwohner könnten radioaktiv verstrahlt worden sein. Rettungskräfte dringen nach dem Beben weiter in die Katastrophengebiete vor. Die japanische Regierung schickte 50.000 Soldaten auf den Weg, um Hilfe zu leisten. In der Region von Sendai, westlich des Epizentrums, sind ganze Landstriche verwüstet. Nach neuesten Schätzungen gab es mindestens 1.800 Tote. Viele Menschen werden aber noch vermisst. Bis zu 10.000 allein in einem Küstenort. Zehntausende Bewohner kamen in Notunterkünften unter. Endlich Rettung. Einen Tag nach dem großen Beben. Die Hilfskräfte in Japan wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Der Tsunami hat viele Orte an der Pazifikküste verwüstet. Auch Minami-San Riku. So sah es vor der Katastrophe aus. So danach. 10.000 Menschen werden hier vermisst, die Hälfte der Bevölkerung, das Krankenhausdach als einzige Rettung. Heute tauchen immer neue Tsunami-Bilder auf, wie hier aus der Region um Sendai, die dem Epizentrum am nächsten ist. Die Zahl der Toten und Vermissten steigt stündlich. Wegen ständiger Nachbeben bleibt es für die Japaner an der Pazifikküste gefährlich. Weitere kleinere Tsunamis drohen. Die Regierung warnt davor, in die Häuser zurückzukehren. Die Menschen im Katastrophengebiet brauchen jetzt das Nötigste. Über 1 Million soll derzeit keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Die Menschen versuchen, die wenigen Lebensmittel zu bekommen, die da sind. Fast alle Geschäfte sind geschlossen. Dieses ist eines der wenigen, das geöffnet hat. Ich brauche Wasser und Essen. Auch ich wollte Wasser kaufen, aber es gibt keins mehr. Verzweiflung und Trauer. Die Überlebenden werden in solchen Notunterkünften untergebracht. Sie können nur warten auf mehr Hilfe und ein Lebenszeichen von Familie und Freunden. Zum aktuellen Stand jetzt Philipp Abresch, live aus Tokio. Es ist tiefe Nacht in Tokio. Eine gespenstische Ruhe liegt über der Hauptstadt Japans. Viele in der 36-Millionen-Metropole schauen gebannt auf den Katastrophenreaktor. Er liegt ja nur wenige hundert Kilometer vor den Toren der Stadt. Die Menschen misstrauen der Informationspolitik ihrer Regierung. Manche haben vorsorglich ihre Familien in den Süden des Landes gebracht, nur weit weg von der Gefahr. Das schwere Erdbeben
Die verheerende Tsunamiwelle gestern, heute ein neuer schwarzer Tag für Japan. Dem Land droht eine nukleare Katastrophe. Und damit zurück nach Hamburg. Die Explosion in dem japanischen Reaktor hat in Deutschland die Diskussion über die Atomkraft neu angeheizt. Die Opposition bekräftigte ihre Forderung, die Meiler so schnell wie möglich abzuschalten. Die Bundesregierung erklärte dagegen, die Situation in Deutschland sei nicht mit dem erdbebengefährdeten Japan zu vergleichen. Bundeskanzlerin Merkel sagte aber zu, die Sicherheitsstandards zu überprüfen. Krisentreffen im Kanzleramt mit Umwelt-, Außen- und Innenminister. Sichtlich schockiert spricht die Kanzlerin Japan das Mitgefühl des ganzen Landes aus und sie fordert eine Überprüfung aller deutschen Atomkraftwerke. Wenn schon in einem Land wie Japan mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen und hohen Sicherheitsstandards nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle augenscheinlich nicht verhindert werden können, dann kann die ganze Welt, dann kann auch Europa, dann kann auch ein Land wie Deutschland mit ebenfalls hohen Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsstandards nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Rund 60.000 Atomkraftgegner hatten heute zwischen dem Reaktor Neckar-Westheim und Stuttgart eine Menschenkette gebildet und gegen die Atompolitik der schwarz-gelben Bundesregierung protestiert. Doch angesichts der japanischen Tragödie wollte Parteichef Gabriel den innenpolitischen Streit über die Atomkraft heute noch nicht beginnen. Zuallererst muss man jetzt gucken, was gibt es an internationaler Hilfe. Die innenpolitische Debatte, wer macht da was und wie stehen wir zur Atomenergie, die können wir sicher danach noch ausreichend führen. Mitgefühl auch bei den Grünen, aber sie fordern erst recht den Ausstieg bei den deutschen Altreaktoren. Ob dieser Kraftwerkspark angesichts solcher Risiken eine Laufzeitverlängerung verdient, das ist die Frage, die jetzt, glaube ich, nicht nur Grüne an die Bundesregierung richten werden. Zur Stunde berät sich die Kanzlerin mit den Fraktionsvorsitzenden aller Parteien. Eine Wende in der Atompolitik hat die Kanzlerin nicht angekündigt, wohl aber eine Überprüfung der Sicherheit. Weniger wäre bei den Bürgern wohl auf Unverständnis gestoßen. Die Debatte um die Atompolitik ist wieder voll entbrannt. Zur Erdbebenkatastrophe in Japan bringt das Erste auch heute einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Informationen finden Sie bei uns im Internet unter tagesschau.de. Für die Rettung des Euro soll voraussichtlich künftig mehr Geld zur Verfügung stehen. Auf einem Sondergipfel in Brüssel beschlossen die Staats- und Regierungschefs der Eurozone eine Reihe von Maßnahmen. So soll der Rettungsfonds aufgestockt werden, sodass 440 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Die finanziellen Belastungen für Deutschland könnten sich dadurch erhöhen. Erst weit nach Mitternacht endete der Gipfel, aber er hatte auch einiges erledigt. Wichtige, wenn auch noch längst nicht alle Weichen für die dauerhafte Stabilisierung des Euro sind gestellt. Und nicht wenig hat sie dazu beigetragen. Die Kanzlerin stimmte zu, dass der bestehende Rettungsschirm für den Euro auf fast das Doppelte aufgestockt wird. Und auch für den dann folgenden dauerhaften Krisenmechanismus wird sie den Bundestag um viele Milliarden bitten müssen. Demgegenüber steht das Versprechen der Euro-Länder, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Und ich bin sehr zufrieden, dass es gelungen ist, diesen Pakt aufzustellen. Das ist ein Aufstoßen einer neuen Tür. Das Funktionieren dieses Paktes wird sich natürlich jetzt in der Praxis beweisen müssen. Das Funktionieren aber ist das Problem, denn die Zielvorgaben des Paktes sind altbekannt. Weil wir im Prinzip Elemente wiederholt haben, die schon festgelegt worden waren. Die neue Hoffnung der Regierungschefs sind sie selbst. Sie wollen sich darum kümmern, dass all die wirtschaftspolitischen Ziele auch ernst genommen werden. Die Kanzlerin stellt diesen Pakt sehr in den Vordergrund. Mit ihm rechtfertigt sie, dass Deutschland nun mit noch mehr Geld für den Euro einstehen soll. Da steht ihr vor allem zu Hause noch schwierige Überzeugungsarbeit bevor. Aber erst wenn die erledigt ist, kann Europa die Finanzmärkte überzeugen, dass es am Euro nicht rütteln lässt. Die Arabische Liga hat sich in der Libyen-Krise gegen Machthaber Gaddafi gestellt. Die Außenminister der Mitgliedsländer sprachen sich heute in Kairo für eine Flugverbotszone aus. Die EU hatte ihre Zustimmung zu einem Flugverbot unter anderem von der Haltung der Liga abhängig gemacht. Die Truppen Gaddafis setzen inzwischen ihre Offensive fort. Die Stadt Brega wurde heute beschossen und der Kampf um Ras Lanuf scheint entschieden zu sein. Offensichtlich haben die Truppen Gaddafis heute endgültig die Hafenstadt Ras Lanuf erobert. Gegen die Artillerie Gaddafis und seine Kampfflugzeuge hatten die Oppositionellen keine geeigneten Waffen. Die Aufständischen müssen sich in Richtung Benghazi zurückziehen und diese wichtige Bastion aufgeben.
Diese heimlich aufgenommenen Amateuraufnahmen sollen während des Kampfes um die westlich von Tripolis gelegene Stadt Zawiya entstanden sein. Sie zeigen, wie Gaddafis Truppen ohne Rücksicht auf Zivilisten in die Stadt einrücken. Ganze Straßenzüge sind zerstört. Angesichts dieser militärischen Niederlagen appellierte der Chef der Opposition in Benghazi an die Weltöffentlichkeit, über Libyen eine Flugverbotszone einzurichten. Wenn es kein Flugverbot gibt, dann wird es in Libyen eine Katastrophe geben. Darüber beriet heute Nachmittag die Arabische Liga. Am Ende entschied sie, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen aufzufordern, ein solches Flugverbot über Libyen zu verhängen. Eine militärische Intervention am Boden lehnt sie aber ausdrücklich ab, betonte der Generalsekretär der Arabischen Liga in der Pressekonferenz. Die Arabische Liga hat damit eine der Bedingungen der NATO erfüllt. Jetzt ist der UNO-Sicherheitsrat an der Reihe und er muss möglichst schnell entscheiden. Denn wenn es Gaddafis Truppen gelingt, weiter in Richtung Osten zu marschieren und ohne Flugverbot ist dies sehr wahrscheinlich, dann wird es bald nicht nur in der Großstadt Benghazi ein Blutbad geben. Tabellenführer Borussia Dortmund hat am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga die erste Niederlage in diesem Jahr kassiert. Die Mannschaft unterlag in Hoffenheim mit 0:1. Die weiteren Ergebnisse: Wolfsburg-Nürnberg 1:2, Kaiserslautern-Freiburg 2:1, Schalke-Frankfurt 2:1. In der Partie Bremen-Mönchengladbach steht es kurz vor dem Abpfiff 1:0. Bereits gestern hatte Köln Hannover mit 4:0 bezwungen. Morgen spielen noch Mainz gegen Leverkusen und St. Pauli gegen Stuttgart. Die Tabelle: Dortmund führt immer noch mit großem Vorsprung vor Leverkusen und Hannover. München auf Platz 4 verkürzt den Abstand auf die Champions League-Plätze. In der zweiten Hälfte verschaffen sich Schalke und Köln Luft im Abstiegskampf. Wolfsburg jetzt auf dem Relegationsplatz, dahinter Stuttgart und Mönchengladbach. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 13. März. Das Tief über Großbritannien sorgt dafür, dass Wolken zu uns ziehen. Regen bringen sie aber nur wenig. Für Sonnenschein im Osten und Südosten Deutschlands dagegen sorgt das Hoch über Südosteuropa. In der Nacht werden die Wolken in der Westhälfte dichter, stellenweise regnet oder nieselt es etwas. Am Tag liegen über den westlichen und nordwestlichen Landesteilen viele Wolken, hin und wieder lockert es auf, örtlich regnet es etwas, im Osten und Südosten ist es freundlich. In den Alpen durch den Föhn noch Sturmböen, sonst weht der Wind im Norden schwach bis mäßig, im übrigen Land nur schwach. Heute Nacht 7 Grad im Westen und 1 Grad im Osten. Am Tag teilweise nur einstellige Werte an der Nordsee, sonst ist es sehr mild, bis 16 Grad im Osten und Südosten, bei Föhn an den Alpen Werte darüber. Am Montag erst viele Wolken und einzelne Schauer, später freundlicher. Am Dienstag im Norden und Osten hier und da etwas Sprühregen und es ist windig, sonst Sonne und Wolken. Am Mittwoch vor allem im Süden und Osten gebietsweise Regen. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 21.30 Uhr. Heute mit Susanne Holz. Darin die neuesten Entwicklungen und Reportagen zur dramatischen Lage in der Atomanlage Fukushima und den Zerstörungen in Japan. Und nun zum Brennpunkt mit Andreas Zichowitz.